Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Online Trainerlizenz. Ich bin der Lukas aus dem Allgäu. Mich habt ihr hier noch nie gesehen, deswegen dient dieses Video dazu, dass ich mich einfach mal vorstelle bei euch und euch erzähle, was euch hier in Zukunft mit mir zusammen erwartet. Wie schon erwähnt, ich bin der Lukas aus dem wunderschönen Allgäu. Zu meiner sportlichen Laufbahn: ich habe mit Vereinsfußball begonnen, habe 3 Jahre lang Fußball gespielt im Verein, habe da parallel ab einem gewissen Zeitpunkt schon Erfahrungen mit Krafttraining gesammelt, habe mich in einem Fitnessstudio angemeldet. Fußball war dann irgendwann vorbei für mich und der Fokus ging immer mehr auf den Kraftsport. Habe daheim so einen kleinen Keller gehabt, habe mir den eingerichtet mit ein paar Geräten und habe einfach mal drauf lostrainiert. Zu der Zeit wusste ich auch überhaupt nicht, wo ich an fundiertes Wissen kommen kann, soll. Im Internet war da gar nicht so viel zur Verfügung, deswegen habe ich einfach probiert. Und das Wichtigste war, ich hatte wirklich Spaß dran. Dann hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich auch mit Social Media begonnen habe. Bin dann zu einem Wettkampf gekommen, Mens Physik Wettkampf. Das war damals der erste in Deutschland. Habe da auch mich auf eigene Faust einfach vorbereitet, Diät gemacht. Habe auch gar nicht so schlecht abgeschnitten. Und war eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung. Der Fokus ging dann immer mehr in Richtung Kraft-Dreikampf. Mein Training hat sich also um die großen Grundübungen, Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken und über Kopf drücken, wenn man will, kann man auch noch dazu nehmen. Hat sich darum gedreht, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ich wollte stärker werden. Der Fokus lag aber immer noch auch darauf, dass ich meine Form relativ gut halten kann, also gut aussehen und stark sein war so das Ziel. Im Allgäu, die Berge sind vor der Tür, Mountainbiken war auch immer so Bestandteil meiner Freizeit. Ich hatte da auch viel Spaß dran. Zeitweise ist das sehr in den Hintergrund gerutscht, weil wirklich das Krafttraining voll im Fokus stand. Aktuell ist es so, ich habe sehr, sehr viel Spaß im Kraftraum nach wie vor, trainiere mit Gewichten, mit schweren Gewichten, will auch da möglichst stark sein. Aber auch der Ausdauerbereich macht mir sehr viel Spaß, habe mir vor 2 Jahren ein Rennrad gekauft, bin viel auf dem Rad und will einfach allround fit sein. Zu meiner beruflichen, schulischen Karriere: ich habe die Realschule erfolgreich abgeschlossen, habe dann, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin es gehen soll beruflich, ein soziales Jahr gemacht. Habe mich dann nochmal für die Schule entschieden, bin auf die Fachoberschule gegangen, habe da parallel schon Online-Coaching angefangen in einem Unternehmen von meinen Kollegen. Sehr, sehr viel Online-Coaching, hunderte von Kunden betreut, eine anstrengende, aber sehr, sehr wertvolle Zeit, habe mich auch parallel dazu immer weiter fortgebildet und konnte da wirklich wertvolle Erfahrungen sammeln. Habe dann mein Fachabitur erfolgreich abgeschlossen, wusste immer noch nicht genau, okay, wo soll es eigentlich hingehen beruflich, habe mich dann, weil ich mir dachte, hey, Hobby zum Beruf machen, was gibt's Besseres? Habe mich in einem Fitnessstudio beworben, bin dann über Umwege zu einem dualen Studium gekommen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Habe 7 Semester studiert, habe letztes Jahr im Januar meinen Bachelor in Gesundheitsmanagement erfolgreich abgeschlossen und bin seitdem Vollzeit in einem Fitnessstudio, in einem Premium-Gesundheitsstudio als Personal Trainer tätig. Ja, und jetzt geht's parallel hier, geht hier die Reise weiter. Ich freue mich riesig auf die Zeit. Ihr werdet mich jetzt hier regelmäßig sehen. Ihr bekommt mich so schnell jetzt nicht mehr los. Dementsprechend, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne mal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, dann verpasst ihr da nichts. Und es werden euch einfach Videos erwarten, die sich um den Bereich Sport drehen, Ernährung, Training, aber auch Off-Topic-Themen werden wir behandeln. Fundiert, wissenschaftlich fundiertes Arbeiten, das ist mir ganz, ganz wichtig und wie man es natürlich von der Online-Trainer-Lizenz auch kennt. Ja, und ihr werdet dort einfach Sachen von mir erklärt bekommen, was lernen und wichtig ist mir auch, dass wir immer im Austausch sind. Ich werde eure Kommentare lesen, wir werden da schreiben, aber wir werden auch regelmäßig Q&As starten, heißt, ihr fragt, ich antworte. Im Zuge dessen gerne mal auf dem Instagram-Kanal von Online-Trainer-Lizenz vorbeischauen. Dort werden Fragerunden stattfinden, die wir dann hier auf YouTube bearbeiten, behandeln, beantworten. So viel zu mir. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu mir habt, dann stellt es gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, ich schaue da vorbei. Wir treten in Kontakt und ich freue mich auf die Zeit. Bin gespannt, wer von euch alles dabei ist, wer vielleicht dazukommt. Ja, und beende an dieser Stelle das Video. Freue mich aufs nächste Video. Macht's es gut. Bis dahin. Ciao.